Du hast nur ABC und die dänischen AÖ. Ja, das ist das ganze ABC halt komplett und eben das A-Dingsbums-Zeug. AÖA. AÖE. Drei Buchstaben. Kohl geht nicht. KOL. Weiß ich nicht. Probier mal. Warte. Musst du erst wieder rein? War das hier? Das war hier, ja. K-O-L? Mhm. Karl Otto Lauch. Ja, doch, geht. Was war das jetzt? Früher sagen aber du, egal, bist du noch sauer, bla bla bla, der Vogel, den du Kohl genannt hast. Mei. K-O-L, nicht Kohl mit H. Ja, jetzt steht der Rabe da, ich kann nichts machen. Der steht jetzt da und wenn ich ihn anklicke, dann macht der, dann kräht er und seine Augen leuchten. Also sein Auge, ich sehe nur eins. Ist ja jetzt irgendwas mit dem Bauplan eigentlich zu tun haben. Sollte aber meinen, aber der ist ja zusammengebaut, das ist ja das Komische. Kann nichts mit dem machen. Ich verstehe die mittlere Zeichnung halt nicht. Da habe ich nämlich einen Kreis, dann außenrum Punkte, dann Zahlen 3, 6, 9, 12 wie eine Uhr. In der Mitte ist dann geteilt. Links habe ich das Morsezeichen und rechts habe ich den Raben. Das verstehe ich halt auch nicht, was das sein soll. Da habe ich nur noch Zeichnungen von Scharnieren. Eine extra Zeichnung vom Kopf mit einem Raben. Eine extra Zeichnung mit zwei Zahnrädern. Und eine extra Zeichnung mit seinem Flügel. Guck mal, mir ist zusammengebastelt und der steht halt da und der kräht jetzt so oft, wie ich ihn angetippt habe. Und ich habe ihn oft angetippt. Er hat's geschafft. Ja, ich kann nichts mit dem machen. Kann ich Fenster aufmachen? Er fliegt draußen, zeig uns, welche Lampen wir anmachen müssen. Oh, warte mal, der klickt nicht so oft, wie ich ihn angeklickt habe. Oh, das ist bestimmt auch wieder Morsezeichen. Oh, warte. Nochmal. Warte. Ja, ich kann nichts anderes als warten. Warte. Da muss ich jetzt selbst überlegen, was das bedeuten könnte. Es hat, glaube ich, was mit den Lampen zu tun. Weil manchmal leuchtet sein Auge und manchmal nicht. Okay. Oder es hat was mit dem Morsecode zu tun. Ich weiß es nicht. Es wäre dann kurz, lang. Kurz, lang. 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 Kurz. Kurz. Lang. 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 Kurz. Fertig. Okay. Morsecode. Wieder zurück. Morsecode. Blöd ist halt, ich weiß jetzt bei den kurz langen Dingern nicht, wann er gestoppt hat oder nicht. Also auf jeden Fall bei dem langen hat sein Auge geleuchtet. Immer beim langen. Bei den kurzen nicht. Irgendwas muss das doch zu bedeuten haben. Ups. Morsecode hilft mir da gerade nicht, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wann er gestoppt hat und wann nicht. Mhm.
Ja, ich weiß auch nicht, was es zu bedeuten haben könnte. Also wie gesagt, er kräht halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na, an jedem Ding sind 3. Ja, und bei, wie gesagt, bei jedem langem leuchtet sein Auge auf. Ich probier mal kurz was. Ich dachte vielleicht, dass immer, wenn sein Auge geleuchtet hat, sie nur leuchten, man das einmal wiederholen muss, aber ist nicht so. Es kann eigentlich auch nur noch was mit den Lampen jetzt zu tun haben, aber wir haben ja sonst gar nichts mehr, ne? Ja, mein Morsecode hat ja auch Lamp eingegeben, also. Gebracht. Gerät er eigentlich kontinuierlich oder lässt er auch mal eine Pause dazwischen? Also immer nach dem langen Ton ist eine ganz kurze Pause. Also wie gesagt, nur noch im langen. So. Ja. Ja, nur nach dem langen Ton. Ist A. AATTUTTE. Hilft uns auch nicht weiter. Das Einzige, was ich halt jetzt vielleicht noch gedacht hätte, ist, dass es, wenn man vom Haus ausgeht, da wo die ersten Lampen waren, mit dem Ding, dass es dann da ist wie beim Raben. Also der erste Licht aus, an. Ja, habe ich probiert, ging aus, nicht. So. Ja, das halt dann, ja klar, weil es nur die eine Hälfte ist. Wir bräuchten halt die andere Hälfte noch. Ja, darum habe ich es ja einmal noch. Ja. Warte mal. Geht auch nicht. Weil auf meinem Zettel war ja auf der einen Hälfte der Morse-Code und auf der anderen der Rabbit und dachte ich vielleicht Morse-Code und Rabbit dann zusammen, weil es jeweils 12 wären. Okay. Aber geht auch nicht. Hast aber auch richtig aufgeschrieben, oder? Ja. Nicht, dass du da vielleicht einen Fehler drin hast? Nein, hab's richtig aufgeschrieben. Also ich meine bei meinem Raben. Ja. Na doch, vielleicht hast du dich verhört, weil ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nur einmal gesagt. Deshalb. Ja, kannst du es mir gern nochmal sagen? Kurz, lang, kurz, lang, 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 kurz, kurz, lang, 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 kurz. Ja, hab ich. Ja. Nicht wieder, dass ich erst das Lampending mache, dann den Raben oder andersrum.
Also muss ja irgendwas damit zu tun haben. Lang, lang. Kurz, kurz, lang. Lang, lang, kurz. Kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, lang. Lang, lang. Kurz, lang, lang. Kurz, kurz. Lang. Kurz. Lang, lang, kurz. Das war falsch. Hier noch. Okay, so, lang, lang. Lang, lang. Bin ich erst so blöd, das zu machen, oder was? So kurz. Lang, lang. Kurz, lang, lang. Lang, kurz, kurz. Kurz, lang, kurz. Okay. Zweite Hälfte Gesundheit. Dankeschön. Kurz, lang, kurz. Lang, lang, lang. Kurz, kurz, lang. Lang, lang, kurz. Beim Langen hat immer das Auge geleuchtet. Lang. Lang, lang. Kurz, kurz, lang. Lang, lang, kurz. Ja. Kurz, lang, lang. Was ist genau anders? Lang, kurz. Kurz, kurz, lang. Lang, lang, kurz. Lang. Kurz, lang, lang. Kurz, lang, lang. Lang, kurz, kurz. Kurz, lang, kurz. Weil das Tor hätte ja die Hälfte. Ja. Jetzt habe ich die linke Hälfte nach dem Morsecode und die rechte Hälfte nach dem Raben gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Aus, an, an. An, aus, aus. Aus, an, aus. Jetzt hat was gebimmelt. Was, ja, was es geht an. Auf. Das Tor geht auf. Geh mal zum Tor, dann sage ich dir, wie ich es anhabe.
Ich mach von links nach rechts. Warte. Ja. Gut, an, aus. An. Also von. Du fängst auf der rechten Seite an, also von links, links nach rechts, oder? Links nach also rechts, ganz von, normal. Von, wie man auch liest. Ach, da, auf der, die Seite, da habe ich jetzt nicht. Ja, also nochmal was? An, aus. An, aus. Aus, an, aus. Aus, an, aus. Mhm. Dann ein zweiter zum Haus. Ja. An. Ja. Aus, an. Ja. Zum Postkasten. Ja. An, aus. Ja. Aus. Ja. Weiter. Aus, an. Aus, an. An, aus. An, aus. Ah, wie hast du es jetzt rausgefunden? Einfach rumprobiert. Alles klar. Das musste jetzt hat. Also ich habe ja die zwei Hälften. Die linke Hälfte war das vom Morsecode, die rechte Hälfte das vom Raben. Rabe war ganz normal, so wie du es mir gesagt hast. Die andere Seite war rückwärts von der Lampe. Also ich habe nicht so wie sie gemacht hat, kurz, lang, kurz, lang, lang, bla bla, sondern rückwärts, kurz, lang, lang, kurz, lang, 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 kurz. Okay. Ja. Ja gut. Oh, nervig. Komm, eine Lampe. Eine Lampe und Blätter. Und eine Leiter. Und eine Leiter und ein Fenster. Und all diese Jahre in der Schweiz ermöglichten es mir, endlich das Uhrwerk zu vollenden. Meine letzte Erinnerung an Lörg war der argwöhnische Ausdruck auf ihrem Gesicht. Was war denn sie? Keine Ahnung. Ich habe Lörgs Uhr zweimal geprüft. Sie lief, wie sie sollte. Zuerst wollte sie die Uhr nicht. Sie sagte, sie wäre meine Geschenke leid. Ich kam nicht darauf, dass ein Riss in dem Glas einen Unterschied ausmachen würde. Ich hielt es ihr trotzdem hin, denn ich brauchte sie bei mir. Oh, das sind Einweggläser mit Zahlen drauf. 1011, 1308, 1111, 1180. Ich hatte Jahre damit verbracht, Zeit für uns zu sammeln. Zeit, die unserem Leben hinzugefügt werden würde. Ich habe nie gesagt, dass die Zeit gestohlen war, nur dass die Uhr uns für immer zusammen sein lassen würde. Stattdessen verschwand sie in der Uhr. Ich habe sie noch immer nicht gefunden. Sie schloss ihre Hand um die Uhr und ich habe sie nie wieder gesehen. Eine leere... Blaue Seele, 103. 105. Aber 103. Hey, du hast meine Zahl, ist unfair. Ich musste keinen Weg hinaus einbauen. Ich hoffe, du und dein Partner wisst das zu schätzen. Du hast das Spiel gewonnen. Schade, dass all diese Zeit verschwendet wurde. Das war's schon. Du hast 103 Minuten deines Lebens verloren. Du hast 105 Minuten deines Lebens verloren. Warum habe ich 2 Minuten mehr verloren? Amalia hat in ihrem Leben 103 Minuten hinzugefügt. Lurk hat hinzugefügt 105 Minuten zu ihrem. Was? Dieser wahrscheinlich, Satz? Wahrscheinlich, weil du 2 Minuten länger ja drin warst, wie gerade dem Ausprobieren am Anfang. Kann sein, aber dieser Satz. Lurk hätte hinzugefügt 105 Minuten zu ihrem. Ein Spiel von also Tales Interactive. Schon mit Unterstützung von... Lodin. Solche Spiele sind toll. Ja, aber immer so kurz. Ja. The Danish Film Institute, The Game Machine, Coffee Stain, Askelin Posen, Stefan Hanna, Daniel Lundwall. Das Ende mag ich nicht, ihr müsst weitermachen. Manu. Ich möchte mehr Rätselspiele. Ja. Mehr in diesem Stil, bitte. Oh ja. Realisation. Okay. Grace Young, Sarah Sophie Phil. Young. Peel, bitte. Peel. Peel, ja. Amel Gibson. Alvaro Lucas Camacho. Kirsty Key Smith. Unseren Familien gewidmet. Danke für all eure Hilfe und euren Zuspruch. Wir lieben euch. Wir euch auch. Ich kenne euch nicht, aber ist okay. Besonderen Dank an. Die Lotti, oh. Und Henrik Johansen, Adrian de Jong,
Sebastian Badliak. Danke für eure unschätzbare Hilfe, Rückmeldung und Ermunterung. Danke an all unseren großartigen Tester und an jeden, der unser Beta gespielt hat. Die Bewertung, die ihr geliefert habt, hat uns wirklich geholfen, TikTok besser zu machen. Ihr rockt. Der Name ist ein bisschen blöd gewählt mit der blöden TikTok-App. Ja. Schauspieler? Habe ich die übersehen? Ich habe da irgendwie nur einen Raben gesehen. Ja. Danke Stugan, Martin Pichelmeier und Robert Jonsson. Ja. Ende. Schade. Im Gelände. Gibt doch mehr solcher Spiele. Ja, setzt euch mal dran. TikTok, a tale for two. Oh. Ich will mehr. Mehr. Ja. Cool. Was kann man in so einem Spiel auf Weiter drücken? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Mal verschiedene Enden gibt's ja da nicht. Nee. Schade. Ah, ich drücke auf Weiter, es ist schwarz. Also ich bin da gewesen, wo wir aufgehört haben. Ja. Also am Ende. Schade. Shopseite. Wir brauchen mehr Spiele. Los, los, los. Ein Jahr in der Schweiz möglich. Blablabla. Ähnliche Produkte.